Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum. Mein Name ist Pauline Diebenbusch, ich bin Juniorenmitglied im Freundes- und Förderkreis des Deutschen Museums und heute in der Meeresforschung. Und meine Expertin heute ist Frau Dr. Carola Dahlke. Sie ist Kuratorin für Informatik und Kryptologie hier im Deutschen Museum. Heute sind wir aber in der Meeresforschung zusammen. Ja, genau. Also herzlich willkommen auch von mir im Deutschen Museum. Und wir gucken uns heute eins meiner absoluten Lieblingsobjekte an, nämlich den größten Gezeitenrechner der Welt. Das ist der hier hinter uns, richtig? Ja, genau. Also man sieht schon, er ist ziemlich groß. Er ist 7,5 Meter lang, 2 Meter hoch und 7 Tonnen schwer. Ja, da hast du recht. Das ist ja auch wirklich eine sehr imposante große Maschine. Also ich bin eben einmal außen rumgelaufen und mir ist aufgefallen, dass die andere Seite fast genauso aussieht. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Also der Rechner hat 2 Seiten und auf jeder Seite sieht man die 62 Tidengetriebe. Ach so, ja, sehr spannend. Du hast jetzt aber auch was mitgebracht, und zwar die Tasche hinter dir. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Diese Tasche stammt vom Erfinder des Gezeitenrechners. Mhm. Und zwar, er hieß Dr. Heinrich Rauschelbach. Mhm. Und sein Enkel hat uns vor 3 Jahren diese Tasche ins Museum gebracht. Also, das ist die Originaltasche. Wir haben Fotos, Originaldokumente. Und was wir auch haben, ist dieser Vertrag, der 1935... Ach toll, der Originale von... Das ist ja toll. Genau, also der Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht hat diesen Rechner in Auftrag gegeben, hier am 9. Juli 1935. Ja, Wahnsinn. Und dann wurde dieser Gezeitenrechner gebaut, also einmal von der Seewarte in Hamburg, von der Deutschen Seewarte in Hamburg und zum anderen von der Firma Mechanoptik in Potsdam. Mhm. Das hat bestimmt noch einige Zeit gedauert, bis der fertig war, oder? Das macht man mal, den baut man mal nicht schnell so an einem Wochenende. Das hat länger gedauert. Ja, also da steckte viel Forschung dahinter und viel Ingenieursleistung selbstverständlich. Ja. Und er hat 3 bis 4 Jahre gedauert, bis er wirklich in Betrieb ging. Aber das ist ja eigentlich das Spannende daran, weil ich glaube, das Erste, was man sich fragt, ist, warum brauchen wir jetzt überhaupt einen Gezeitenrechner? Also was ist eigentlich die Notwendigkeit und warum müssen wir wissen, wann Ebbe und wann Flut ist? Das ist eigentlich so die Frage, die ich mir in erster Linie stelle. Ja, da können wir vielleicht mal hier um die Ecke schauen. Da haben wir eine schöne Grafik dazu. Ja, also wir stehen jetzt hier vor dieser Grafik, die du eben erwähnt hast. Und das, was ich über die Gezeiten weiß, ist ja eigentlich, wir haben ja die Erde, Sonne und Mond und die Gravitation von Sonne und Mond wirkt auf die Erde und ja auch die beweglichen Wassermassen, oder? Stimmt das so ansatzweise? Genau, ja, das stimmt. Ja. Und dann haben wir zusätzlich noch die Drehbewegung der Erde, die Drehbewegung des Mondes um die Erde und die Drehbewegung der Erde um die Sonne. Klar, macht Sinn, nee, kommt auch noch dazu. Das ist eigentlich total interessant und was ich, ja, also ich... Klar, irgendwo macht es Sinn, aber ich wusste es gar nicht, dass ja jede Küste auch Gezeiten hat. Also es ist hier immer unterschiedlich stark ausprägt. Also bei manchen ist es mehr, bei manchen weniger und man merkt es fast gar nicht. Mhm. Eigentlich total spannend. Sieht man ja auch zum Beispiel hier auf unserer Weltkugel, aber ja auch auf den modernen Grafiken ist ja auch oft angezeichnet, wie flach oder wie tief das Meer an gewissen Stellen ist. Ja, genau. Total spannend. Und dann macht es natürlich irgendwann Sinn, dass man sagt, ja, man braucht was, um zu errechnen zu können, wann habe ich Ebbe und Flut und mit den Wassertiefen. Ich glaube, das ist wirklich was, wo man sich gar nicht so bewusst drüber ist, wie wichtig das eigentlich ist. Und es gab ja schon recht früh einen Gezeitenrechner, oder? Der allererste war doch von William Thomson. Das war der spätere Lord Kelvin. Ist das richtig? Ja, also, genau. Also den kann man auch noch besichtigen. Der steht im Science Museum in London. Mhm. Und also Thomson hatte vor allen Dingen die harmonische Analyse entwickelt. Mhm. Das ist ein Verfahren, um die Gezeiten in Einzelteile, in einzelne astronomische Ereignisse aufzuspalten. Mhm. Und die kann man eben dann anpassen, je nach Gezeiten, je nach Faktoren, die für jeden Ort, für jede Küste eben speziell sind. Weil jede Küste sieht anders aus, hat eine andere Form, hat andere Meerestiefen, was du schon gesagt hast, hat auch vielleicht andere Inseln drumherum, hat so eine Trichterwirkung, jede Bucht sieht anders aus. Und man muss eben diese wahnsinnig vielen ortsabhängigen Faktoren berücksichtigen für jeden einzelnen Hafen. Ja, Wahnsinn. Mhm. Wollen wir uns das mal hier drüben anschauen? Gerne, Du hast ja William Thomson erwähnt und er hat die harmonische Analyse entwickelt und die besagt, dass man Ebbe- und Flutereignisse in einzelne Teile zerlegen kann, also in sogenannte Partialtiden. Mhm. Und jede Partialtide besteht aus astronomischen Gesetzmäßigkeiten und die kann man einzeln betrachten und am Schluss summieren. Hier haben wir jetzt eine Darstellung mit 4
einzelnen Tiden, also vier Partialtiden. Und das haben wir hier auch. Also das hier ist jetzt in der Gezeitenrechenmaschine so gelöst, dass man nicht vier Partialtiden hat, sondern 62. Wow, okay, also doch ein paar mehr. Und da versteht man auch, warum der so groß sein musste. Ja, klar. Und also hier sehen wir diese Partialtide als Tidengetriebe, dieses Rädchen hier. Mhm. Und die sehen wir hier auch. Also jedes dieser Rädchen ist ein Tidengetriebe. Und es wird zusammengerechnet, weil wir haben gesagt, das ist ein Rechner. Was macht der eigentlich? Ja. Also jede Tide bewegt sich in ihrem Stück auf und ab. Ah, das heißt, dieser Rechner macht hier an diesen Stäben eine Auf- und Abbewegung. Und je nachdem, wie man diese Partialtide programmiert, bewegt sie sich stärker oder schwächer auf und ab. Die Vorderseite rechnet die Kurve, also den Gezeitenverlauf fürs Jahr. Und die Rückseite wird so programmiert, dass sie die erste Ableitung der Kurve der Vorderseite rechnet, sodass man die Extremwerte schneller ablesen kann. Weil das Ablesen der Werte aus der Kurve ist wahnsinnig zeitaufwendig. Und anhand was programmiere ich die? Also woher habe ich die Werte, die ich dort eingebe? Die hast du aus Pegelmessungen. Also du hast die astronomischen Gesetzmäßigkeiten, die sowieso für jeden Ort der Erde klar sind. Ja. Und dann hast du eben noch die ganzen Ortskonstanten, die du für jeden Hafen anhand von sehr aufwendigen Pegelmessungen vorher schon zusammentragen musst. Bevor ich den Rechner überhaupt programmieren kann, muss ich erstmal anfangen, überhaupt die Dinge, die ich dann eingebe, zu messen und zu recherchieren. Okay. Genau. Und dann muss das ja summiert werden. Ja. Also was macht der Rechner jetzt wirklich? Er hat ein Seil. Mhm. Ja, das sieht man hier auch ganz gut. Hier, das ist ein dünne Drahtseil. Genau, das ist so ein künstlich gealtertes Stahlseil, das jede einzelne Tide miteinander verbindet, an einer Stelle fixiert. Dann geht es eben durch die ganzen, um diese ganzen Tidengetriebe rum, zeigt hier die Höhenskala, das heißt, das zeigt hier wirklich den Meterstand der Meereshöhe. Mhm. Und hier hat es noch eine Zeitskala und dann geht das auf ein Gewicht mit Stift. Und dieser Stift zeichnet dann mechanisch die Kurve auf fürs ganze Jahr. Und wie lange dauert das für so ein Jahr, für einen Hafen? Wie lange braucht er dafür? Also für diesen Rechner weiß ich, dass die Programmierung für jedes Getriebe insgesamt 2 bis 3 Stunden gedauert hat, dass es für einen Hafen passt. Ja. Und dann hat er 20 Stunden gerechnet. Wow. Und dann hat er aber für ein Jahr alles aufgezeichnet. Und es war auch, also ich habe gelesen, dass der damals auch sehr genau war. Also was man heutzutage noch so weiß, dass es wirklich auch gestimmt hat, was der ausgerechnet hat. Also das ist ja faszinierend. Und wie macht man das denn heute, frage ich mich. Weil wir haben ja heutzutage keine so großen Maschinen mehr, die uns jetzt Ebbe und Flut ausrechnen. Wie macht man das heute? Also heute haben wir unser Universalgerät Computer. Das kann einfache Modellierungen ausführen. Die harmonische Analyse kann damit ganz schnell gerechnet werden. Und was man natürlich trotzdem immer noch braucht, sind diese ortsabhängigen Gezeitenkonstanten. Da gibt es natürlich jetzt inzwischen große Kataloge, wo die Konstanten drinsteht, aber da sich die Küsten immer wieder verändern, muss man diese Konstanten auch immer wieder nachjustieren mit vielen Messreihen und Messdaten. Also das heißt, es geht heutzutage viel, viel einfacher als früher, oder? Also genau. Und was ich also an diesem Gerät so wahnsinnig beeindruckend finde, ist, es gehört einfach noch in eine Zeit, in der man aufwendige, riesige Maschinen bauen musste, um eine bestimmte Rechnung auszuführen. Das ist einfach ein Spezialrechner für eine Anwendung. Und das ist Ingenieursleistung, das ist präzise Technik. Ja. Und er gehört einfach in eine Zeit, die schon ganz lang vorbei ist. Ja, klar, ist noch vom Zweiten Weltkrieg gewesen. Es ist wirklich ja schon lange her, dass der jetzt hier ist. Und er ist ja auch, ich glaube, seit in den 70er Jahren kam er hier ins Museum. Weißt du da, wann genau das war? Aber er ist schon relativ lange hier, oder? Ja, genau. Also er ist 1976 ins Museum gekommen, hat davor 30 Jahre gut funktioniert. Dann wurde er ersetzt durch einen Transistorrechner, der wahrscheinlich 500 Mal schneller war. Ja. Und er ist dann sogar noch hier im Museum einige Jahre vorgeführt worden, aber bereits 1980 stillgelegt worden, weil er so aufwendig in der Wartung war, dass man ihn dann leider nicht mehr vorführen konnte. Und ich habe es auch nie gesehen. Schade, aber toll, dass er ja hier so steht und dass wir den hier so haben. Also vielen Dank an dich, Carola. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch und wirklich ein ganz tolles Exponat, wie ich finde. Und ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und bis dahin, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie neugierig.